Alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah, wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wir kommen heute zum Hanbali Fiqh Teil 4, Kitab Tahara, Bab Al-Miyah, also Tahara, Wassersorten. Die Frage 21 ist, in welchem Fall kann ein Mann Wasser, welches eigentlich rein und reinigend ist, was heißt rein und reinigend, Tahur, nicht zur rituellen Gebetswaschung, also Wudu oder Russel, benutzen. Ein Mann, nicht eine Frau, sondern nur ein Mann. Also, das ist eine spezifische Sache, die nur bei den Hanbaliten so gesehen wird. Ja? Und die auch von Sheikh Uthaymin beispielsweise kritisiert wird, aber wir wollen einfach erwähnen, was die Hanbaliten sagen. Wenn eine Frau mit einer kleinen Wassermenge, was haben wir gesagt, was eine kleine Wassermenge ist? Unter 200 Liter, Kulatein, ja, eine vollständige Gebetswaschung verrichtet. Nicht eine halbe Gebetswaschung, nicht nur ein Körperteil abwäscht, sondern eine vollständige Gebetswaschung verrichtet, während sie alleine ist. Das heißt, sie ist zum Beispiel alleine in einem Raum mit einer kleinen Menge Wasser. Der Beweis hierfür ist, denn wir brauchen einen Beweis dafür, und der Hanbali Madhab ist der Madhab, der sich am stärksten von allen Madhabs auf Überlieferungen stützt. Ja? Der Beweis hierfür ist der Hadith aus Sunan Abu Dawud von Abu Huraira überliefert. Der Prophet hat es verboten, dass eine Frau Wudu macht mit dem Restwasser eines Mannes oder ein Mann vom Restwasser einer Frau. Restwasser heißt das Wasser, was übrig bleibt. Aber wir reden nicht von dem Wasser, was heruntertropft. Ja? Dies gilt nur für Wasser, welches für eine verpflichtende Gebetswaschung benutzt wurde. Nicht für Wasser, welches zur Beseitigung von Unreinheiten oder erwünschter Gebetswaschung benutzt wurde. Außerdem muss die Frau die komplette Gebetswaschung, ja, von Gesicht bis Füßen durchführen, während sie alleine ist. Ansonsten kann ein Mann dieses Wasser zur Gebetswaschung benutzen. Okay? Das ist, wie gesagt, es gibt so viele Kleinigkeiten, das ist eine Sache im Hanbali-Madhab. Sheikh Uthaymin kritisiert das sehr stark in Sharh al-Mumtah und sagt, dass die Beweisführung dafür nicht stark ist, aber wir wollen diese Mes'ala nur erwähnen. Wie gesagt, mir ist es noch nie passiert. Es hat nichts mit Wasserhahn oder so zu tun, ja? Weil die meisten machen heutzutage Wudu vom Wasserhahn. 22. Frage. Wie viele Dinge entziehen dem Wasser nicht die Reinigungsfähigkeit, selbst wenn sie es verändern? Wir haben gesagt, im Allgemeinen wird das Wasser durch Veränderung der Eigenschaften, Farbe, Geruch, Geschmack, entweder reinigend, rein, aber nicht reinigend, das heißt Tahir, oder sogar Najis, unrein. Welche Sachen machen das nicht? Erstens, Dinge, die schwer vom Wasser abgehalten werden können, zum Beispiel Algen oder Blätter, die schwer davon daran, zum Beispiel ein Baum steht neben einem Teich. Zweitens, Dinge, die sich nicht mit dem Wasser vermischen. Zum Beispiel, man tut eine Form von Öl ins Wasser und das Öl, dieses Öl oder dieses Parfüm vermischt sich nicht mit dem Wasser, sondern man sieht eindeutig, da ist eine andere Substanz, aber es hat einen gewissen Einfluss auf den Geruch, aber es vermischt sich nicht mit dem Wasser. Also, diese zwei Dinge entziehen dem Wasser nicht die Reinigungsfähigkeit. Das heißt, das Wasser wird nicht tahir, rein, aber nicht reinigend, sondern bleibt tahur, rein und reinigend. Man kann also weiterhin die rituelle Gebetswaschung damit verrichten. 23. Frage. Was ist nach hanbalitischer Rechtsschule mit einer kleinen Menge Wasser, in die nach einem nächtlichen Tiefschlaf eine Hand hineingetaucht wird, ohne sie vorher dreimal zu waschen? Das heißt, ich habe einen nächtlichen Tiefschlaf. Nicht einen Tiefschlaf am Tag, ja, sondern einen nächtlichen Tiefschlaf. So. Das Wasser gilt dann als rein, ohne dabei reinigend zu sein. Also auf Arabisch Tahir. Das heißt, ich habe hier eine Portion Wasser. Dieses Wasser ist Tahur, rein und reinigend.
Jetzt stehe ich vom Tiefschlaf auf und tue meine Hand in das Wasser, ohne die Hände vorher dreimal gewaschen zu haben. Dieses Wasser ist jetzt nicht mehr reinigend, sondern ist Tor hier, rein. Okay? Zu sein. Der Beweis hierfür ist der Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, mit ihm, wo er sagt, dass niemand seine Hände in einen Wasserbehälter hineintun soll, nachdem er nachts geschlafen hat, ohne sie dreimal zuvor gewaschen zu haben. Ohne sie dreimal zuvor gewaschen. Das ist auch eine Sache, die sehr spezifisch im hanbalitischen Madhab ist. Okay? Nächste Frage ist, 24. Frage. Wie oft muss eine verunreinigte Stelle gewaschen werden? Was ist das Urteil über den Zustand des Wassers, welches die unreine Stelle berührt hat? Das heißt, ich habe eine verunreinigte Stelle. Hier ist zum Beispiel jetzt Urin drauf. Okay? Wie oft muss das gewaschen werden? Das muss 7-mal gewaschen werden. Das Wasser, welches für die erste und sechste Waschung benutzt wurde, gilt nach der Berührung mit der unreinen Stelle als unrein. Das Wasser, welches für die siebte Waschung benutzt wurde, als Tahir. Beispielsweise, ich habe hier eine Unreinheit, ich muss die einmal waschen. Okay. Das Wasser, was jetzt diese unreine Stelle berührt hat, ist selber unrein geworden. Zweite Mal, das Wasser ist unrein geworden, was die verunreinigte Stelle berührt hat. Beim siebten Mal, dieses Wasser ist jetzt nicht, was jetzt diese verunreinigte Stelle berührt hat, um sie zu waschen, beim siebten Mal ist dieses Wasser nicht mehr unrein, sondern Tahir. Ja? Das ist das Urteil im hanbalitischen Madhab. Macht euch aber damit nicht verrückt, jetzt mit der Waschmaschine etc. Weil ich habe es ja schon erwähnt, dass das, was die Hanafiten beispielsweise sagen, sobald die Unreinheit entfernt ist, ist die Sache auch rein, dass das eigentlich hier die einfachste Sache ist, die mit der jetzigen Situation in der Welt auch am besten übereinstimmt. 24. 25. Frage. Wie viele Möglichkeiten gibt es, um große Wassermengen, was sind große Wassermengen? 200 Liter, Kulatain, zu reinigen, also zum Tahur-Zustand zurückzubringen. Ich habe eine große Wassermenge, die ist verunreinigt worden, zum Beispiel durch Kot. Das heißt, Geruch, Geschmack, Farbe haben sich durch eine unreine Substanz, zum Beispiel Hundekot, Menschenkot, verändert. Es gibt drei Möglichkeiten, dieses Wasser wieder zu reinigen. Erstens, ich habe zum Beispiel eine große Menge Wasser. Ich füge so viel Wasser hinzu, ich habe zum Beispiel hier ein großes Becken. Jetzt mache ich den ganzen Raum voller Wasser, bis das Wasser reines Wasser ist und man von der Unreinheit nichts mehr riechen, schmecken oder sehen kann. Ja? Also erstens neues Wasser hinzufügen, bis die Veränderung der Farbe, des Geruchs und des Geschmacks verschwindet. Zweitens, indem man die unreine Substanz entfernt. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Filter etc. und kann die unreine Substanz aus diesem Wasser hinausnehmen. Drittens, wenn die unreine Substanz von selber verschwindet. Hier liegt die Theorie zugrunde, dass Wasser, was andere Substanzen reinigen kann, kann sich auch selber reinigen. Okay. 26. Frage. Wie viele Wege gibt es, um kleine verunreinigte Wassermengen, also unter 200 Liter, in den Tahur-Zustand zurückzubringen. Das heißt, in den Zustand, wo es rein und reinigend ist. Hier gibt es nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg, nämlich indem man Wasser hinzufügt, bis die kleine Wassermenge eine große Wassermenge, also über 200 Liter, wird und die Veränderung durch die unreine Substanz verschwindet. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Becken von 20 Liter. Dieses Wasser ist verunreinigt durch einen Najasa. Wir haben gesagt, kleine Wassersubstanzen, selbst wenn sich die Eigenschaften des Wassers nicht verändern,
ist die Substanz unrein. Ich habe zum Beispiel ein Becken Wasser, was keine 200 Liter ist, da fällt ein Tropfen Urin rein, die Substanz gilt als unrein. Deswegen ist die erste Möglichkeit, dass man so viel Wasser hinzufügt, bis man keine Unreinheit mehr sieht, sowieso nicht gegeben, weil das eine kleine Menge Wasser ist. Also müsste ich so viel Wasser hinzugeben, bis es eine große Wassermenge wird und die Unreinheit nicht mehr zu sehen ist. Auch das Beispiel, dass es sich selber reinigt, ist hier nicht gegeben. Also dass die Unreinheit von selber verschwindet, weil wir haben schon gesagt, dass Wasser von eine kleine Menge Wasser gilt sogar als unrein, selbst wenn man keine Veränderung sieht. Okay? So noch, es gibt nur einen Weg, nämlich indem man Wasser hinzufügt, bis die kleine Wassermenge eine große Wassermenge, also über 200 Liter wird, und die Veränderung durch die unreine Substanz verschwindet dabei. Ja? Das war die 26. Frage. Jetzt kommen wir zur 27. Frage. Wann werden andere Flüssigkeiten wie Milch, Saft etc. unrein? Durch die bloße Berührung. Das heißt, dass es nur durch Veränderung unrein wird, das gilt nur für Wasser in der Hanbalitschen Rechtsschule. Andere Flüssigkeiten werden durch die bloße Berührung unrein. 28. Nenne Regeln über Zweifel und Gewissheit. Und ich habe das extra in Frage und Antworten gemacht, damit ihr euch nachher selber abfragen könnt. Nenne Regeln über Zweifel und Gewissheit. Die Gewissheit wird durch Zweifel nicht beseitigt. In Umschrift, El Yakinu La Yazulu Bishek. Der Beweis hierfür wird aus dem Hadith abgeleitet, wo der Prophet sagt, wenn jemand im Gebet sitzt, sinngemäß, da wird er um Bukhari überliefert, und er weiß nicht, ob er Luft gelassen hat, dass er nicht weggehen soll, bis er einen Ton hört oder einen Geruch riecht. Das heißt, er ist sich nicht sicher, habe ich jetzt, ist gerade bei mir, habe ich gerade Luft gelassen oder, ja, oder nicht. Wenn er sich natürlich sicher ist, selbst wenn er nichts riecht und nichts gehört hat, das muss er nochmal neu Wudu machen, er muss das Gebet abbrechen und dann nochmal neu die Gebetswaschung verrichten und dann zurückkommen. Aber wenn er es nicht weiß, er denkt, habe ich jetzt oder nicht, oder ich habe irgendwas gespürt, aber ich bin mir nicht sicher. In dem Moment geht er nicht aus dem Gebet raus, weil er ist sich sicher, dass er rein ist. Das heißt, er hat Yakin, Gewissheit, dass er rein ist, und er hat Zweifel, ob er Luft gelassen hat. Das heißt, dass die Reinheit sozusagen zunichte gemacht wurde durch das Luftlassen. In diesem Fall bleibt er so wie er ist, er betet das Gebet weiter. Aber wenn er sich sicher ist, ja, El Yakinu Yasulu Bi Yakin, die Gewissheit wird durch die Gewissheit zunichte gemacht. Er weiß, er ist sich sicher, er hat Luft gelassen. Anders ist es, wie gesagt, wenn er nicht weiß oder wenn er beispielsweise also dann muss er warten, bis er etwas hört oder riecht, weil er dadurch dann wieder Gewissheit bekommt. 29. Frage. Was ist, wenn man zwei Behälter hat, in denen sich Wasser befindet? Man weiß mit Sicherheit, dass in einem Behälter eine unreine Substanz gefallen ist. Man weiß aber nicht mehr in welchen. Das heißt, ich habe zwei Behälter. Zum Beispiel 10 Liter, hier ein Eimer, da ein Eimer. Ich weiß, in einen Behälter ist eine Unreinheit hineingefallen. Das heißt, in einem Eimer von diesen beiden, die vor mir stehen, da ist etwas Urin reingefallen. Das heißt, der ist nur 10 Liter, sind keine 200 Liter. Das heißt, der Eimer, das Wasser darin ist unrein. Was mache ich jetzt? Was kann ich jetzt tun? Ich will Wudu machen. Aber wenn ich jetzt das Wasser von dem einen Eimer nehme, dann habe ich überall Najasa. Wenn ich das Wasser von dem anderen Eimer habe, habe ich überall Najasa. In einem Eimer ist Najasa unreiner drin, in dem anderen nicht. Man muss entweder anderes Wasser suchen, ja, oder Tayammum mit Staub machen, oder die beiden Wassermengen vermischen
sodass die Wassermenge 200 Liter oder mehr beträgt, wenn dies möglich ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei zwei kleinen Behältern Wasser, das ist natürlich nicht möglich. So, ich habe hier keine Möglichkeit. Ich kann nicht zuerst mit dem einen Wudu machen, weil da habe ich die Najasa überall. Und dann mit dem anderen, der die vielleicht rein ist. Ich weiß ja nicht, mit welcher ich das mache jetzt so. Das heißt, ich kann es nicht. Das heißt, ich mache Tayammum, ja, weil ich mir einfach nicht, das ist, als wenn ich kein Wasser hätte, weil ich mir nicht sicher bin, welches Wasser rein ist und welches nicht. Das heißt, ich mache Tayammum, die Ersatzwaschung mit Staub. Okay? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier 100 Liter habe und habe hier 100 Liter, dann vermische ich die zwei Wassermengen, weil dann ist es Wasser, dann ist eine große Wassermenge von 200 Liter und ab 200 Liter ist die Substanz nur unrein, wenn ich eine Veränderung des Geruchs, des Geschmacks oder der Farbe sehe. Ne? So. 30. Was macht man, wenn man zwei Wasserbehälter hat? In dem einen Wasserbehälter befindet sich Wasser, welches Tahur ist, also rein und reinigend. Und in dem anderen Wasser, welches Tahir ist, also rein, aber nicht reinigend. Zum Beispiel Wasser, welches für eine verpflichtende Reinigung benutzt wurde. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Eimer mit Wasser, der ist Tahur, rein und reinigend. Und einen anderen Wasserbehälter habe ich, 10 Liter beispielsweise, der ist rein, aber nicht reinigend. Weil ich weiß, da ist zum Beispiel jemand nachts aufgestanden und hat seine Finger direkt da reingetan. Das Wasser ist nun rein, aber nicht reinigend. Das heißt, ich kann kein Wudu dann machen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welcher Eimer das war. Ist der Eimer der Wasser mit dem, der Eimer mit dem rein und reinigen Wasser, mit dem Tahurwasser, oder ist dieser Eimer das? Ich weiß es nicht mehr. Was mache ich jetzt? Ja? Man nimmt immer abwechselnd von Körperteil zu Körperteil aus den verschiedenen Behältern. Man wäscht beispielsweise das Gesicht zunächst mit Wasser aus Behälter A. Und damit Wasser aus Behälter B. Ja? Damit was, danach geht man über die über und wäscht die Hände bis zu den Ellenbogen, wobei man wiederum abwechselnd aus den verschiedenen Behältern Wasser nimmt. Ja? Das heißt, ich weiß nochmal neu. Ich habe hier einen Behälter und da einen Behälter. Ich weiß, einer dieser Behälter ist rein und reinigend, nicht Nejis. Wenn ein Behälter Nejis ist, ich weiß aber nicht welcher, kann ich das Wasser nicht mehr benutzen. Es sei denn, ich kann die Wassermengen zusammenbringen, dass sie über 200 Liter sind. Ich mache Tayammum oder suche nach anderem Wasser. Aber ich habe jetzt einmal Wasser, was zum Beispiel nicht mehr Tahur ist, rein und reinig, sondern Tahir. Tahir, weil beispielsweise einer vom Nachts aufgestanden ist und hat seine Hand reingetan, ohne die Hände vorher dreimal zu waschen in den Behälter. Das Wasser ist nun Tahir. Ich kann damit kein Wudu mehr machen, aber es ist rein. Ich darf das zum Beispiel trinken. So, in diesem Fall mache ich Wudu, indem ich immer abwechselnd vom einen und vom anderen Behälter Wasser nehme. Okay? Gut. So, das ist auf jeden Fall für heute Teil Nummer 4 gewesen. Mach dual, dass wir das weiter schaffen, damit wir irgendwann zu Ende sind mit der Serie. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.